Naim hat ein neues Video hochgeladen. Hannover Drama, erkenne den Mörder. Ich schwör's, ich dachte gerade, das ist das gleiche Video, ne? Thumbnail 1 zu 1 gleich, nur wir haben eine Erneuerung und zwar ist Bad Moms Jay auch dabei. Disclaimer: Die zu dem Zeichen gerne Corona-Richtlinien in unserem Bundestag für geschäftliche Anlässe wurden strengstens eingehalten. Jeder Kommentar als Witz zu verstehen und ihn ausschließlich zur Unterhaltung. Das Video beinhaltet teilweise ironische Dialoge, welche ihr. Ach, ich hab keinen Bock zu lesen, ne? Das kann man in der Schule machen. Freunde, das ist das mit Abstand spannendste Video, was es je auf meinem YouTube-Kanal gegeben hat. Das Video hat mein Team wochenlange Arbeit gekostet, weil sie über mehrere Wochen prüfen mussten, ob dieser Fall zu 100% wahr ist. Nach stundenlang... Diesmal konzentriere ich mich auch, ne? Damit ich auch wirklich selber so ein bisschen gucken kann, wer lügt, wer nicht lügt. Sprechen mit dem Mörder und handfesten Beweisen konnten sie traurigerweise feststellen, dass... Wie ist das nicht? Ey, Badern, das war ein Spaß, ne? ...dieser Fall zu 100% so passiert ist. 6 Personen behaupten, jemanden umgebracht zu haben. Und das Kritische daran, nur eine Person sagt die Wahrheit und alle anderen lügen. Ich setze 500 Euro darauf, dass ich jeden Lügner erkennen werde. Steuerfreies Geld. Und alle Lügner Runde für Runde rausschmeißen werde. Heute habe ich mir wieder Hilfe von weiteren YouTubern geholt. Sollten wir den echten Mörder erkennen, haben wir gewonnen und er bekommt 100 Euro. Der mit weißer Maske ist Mörder. Ey, Digga, ich schwör's dir. Wenn das jetzt real ist, ne? So ein Dreck-Spoiler, Digga. Hier, einmal auf den Namen gehen, blockieren. Zack. Ciao, Vanessa. Schaut auf jeden Fall bis zum Schluss. Das Video ist komplett geisteskrank spannend. Boom, Leute. Nimes, das ist... Sky ist wieder auf Start, meine Freunde, mit einem neuen, ganz entspannten Sex-Video. Auf jeden Fall, Freunde, heute wird es komplett geisteskrank, denn was die Jungs im Hintergrund organisiert haben, ist einfach nicht normal, denn wir haben heute einen echten Mörder am Start. Und es ist kein Joke, wir haben wirklich einen echten... Die haben einfach wirklich einen echten Mörder am Start, Digga. Verstehe auch nicht, frag mich mal, wie das so ist bei einem Mörder. Du bringst jemanden um, hast einfach dein ganzes Leben lang immer so ein Gewissen. Ich sowieso, ich habe gar kein Gewissen, aber jetzt mal angenommen, du hast jemanden umgebracht, Digga. Wie kannst du damit leben? Ja, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, egal was du guckst, ob du einen Horrorfilm guckst, ob da jemand abgestochen wird in irgendeinem Video, du denkst einfach die ganze Zeit, dass du es auch gemacht hast. No joke, ich hab ein bisschen Schiss. Aber man weiß ja nie, ne? Ich meine, er hat Menschen getötet. Vielleicht ist er auch immer wieder bereit, einen anderen Menschen zu töten. Das ist die Jury. Weil Ali ist so ein Zwerg, ne? Immer mit der Ruhe, Jungs, immer mit der Ruhe. Servus, Digga, alles gut bei dir? Einmal Michi von Black Bros SKK, Ali von SKK, Arfa von SKK und einmal Amy von Tanzbattle. Irgendwas mit Cardi B habe ich gehört. Alright, dann würde ich sagen, setzt euch hin. Also, ihr wisst, worum es geht, ne? Ihr seid ready. Ready. Ihr müsst mir gleich helfen, denn es liegen heute nicht 100 Euro, 200 Euro, sondern es liegen nämlich einmal 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, aha, 400 Euro, okay, 500 Euro auf den Tisch. Nein, hau doch die letzten Fuffis auch noch auf den Tisch. Wenn wir den echten Mörder erkennen, kriegt der von uns 100 Euro dafür, dass er mitgemacht hat. 6 Leute kommen rein, lügen uns theoretisch alle an und wir müssen den Mörder erkennen. Und einer von denen ist halt wirklich Mörder. Ich muss sagen, ich hab ein bisschen Schiss, Digga. Ja, Mann. Ne, bei Gott. Ja, bei Mörder kann so sein, dass er einfach ein Psycho, der merkt, das kann ehrlich, also bei Gott, stell dir vor, der denkt so, ja, ich mach hier mit beim Format, am Ende zieht er gleich eine Waffe oder so. An der Stelle würde ich sagen, bitten einmal die Kandidaten rein, oder? Let's go! Ich kann jetzt schon mal sagen, Digga, 100% das Mädchen ist auf jeden Fall nicht, Digga. 100%, die fällt mir direkt auf, das wird keine Mörderin sein. Ich weiß schwer, wie man ein Messer hält. Komm, wenn wir nur rein von der Optik gehen, ja, ich achte so ein bisschen auf Blicke, auf Gangart und so. Man muss mal drauf achten, so wie die Leute gucken, so du siehst in den Augen so das schlechte Gewissen. Noch sehe ich es bei keinem. Einerseits, ich habe irgendwie die Vermutung, dass er das ist, einfach aus dem Grund, weil er sich überhaupt nicht zeigt. Man erkennt ihn nicht, versteht ihr? Ich meine, das können alles noch laufende Verfahren sein. Bei ihm zum Beispiel, der ist direkt raus, weil man sieht ihn direkt. Ich glaube nicht, dass einer, der jetzt sagt, ey, ich bin Mörder, dass er sich direkt dann vor der Kamera komplett zeigt, so. Es wird viel zu viel Shitstorm geben. Ich meine, mir merkt man auch nicht, dass ich 2 Leute abgestochen habe. Also Bruder, ich sag euch, mein erster Gedanke, oder ganz, ganz gefährlich ist der Typ hier ganz vorne links, der in grün. Findest du? Voila, also der ist so mysteriös, weißt du, ich meine? So, glaube ich, das sind so die unerwarteten. Ich finde, hinten links sieht sehr mysteriös aus und hinten rechts sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Okay. Ich würde sagen, wir fangen an mit einer Vorstellung. Wir müssen ganz kurz realisieren, Digga. Einer von denen hat jemanden umgebracht, ne? Aber ihr wisst nicht, ne, ihr redet. Ich weiß nicht warum, Digga, aber ich habe, also mein, das erste Gefühl so, der erste Eindruck, der hier. Ich weiß nicht warum, Digga, der sieht einfach so aus, als hätte er jemanden abgestochen. Weil der zeigt sich einfach nicht. Nee, über die Dame, aber ich sag euch, Damen sind auch gefährlich, ne, gefährlich. Der erste hinten rechts, soll mal bitte anfangen mit seiner Story. Jetzt kommt's. So, ich bin Riyad, 22 Jahre alt und komme aus Bremen.
ich und meine Jungs. Ach, Bremen, da wo wir jetzt auch gerade sind. Und wir gehen in einen Club rein. Wir wohnen halt in Walsrode, da ist auch Studio. Dachten uns, wir gehen feiern. Dann sah ich vom Weiten, dass er sich mit jemandem angelegt hat. Also schon ein richtiger Schrank. Und ja, ich wusste, dass ich safe keine Chance gegen ihn habe. War auch angetrunken, da war ich 16 Jahre alt. Ich hatte eine Flasche in meiner Hand gehabt und hab ihm volle Kanne damit einem Ding gegeben. Und dann ist unglücklich. Ja, Bruder, daran merkt man, der hat schon, Junge, der hat schlimmer gestottert als ich. Der ist auf jeden Fall kein Mörder, das merkt man direkt. Weise runtergefallen. Willst du vielleicht schon mal deinen Text lesen, Bruder? Hast du Text dabei? Walla, ja. Ich weiß auch nicht. Und der ist gestorben. Der ist gestorben. Erst noch nicht, erst als er im Knast war. Boah, von der Riech reingeschissen, ne? Knast im Krankenhaus. Okay. Also zu 100% schick meine Hand dafür ins Feuer, Digga. Ich springe hier vom Fenster, wenn der Mörder ist. 100% nicht, der ist niemals Mörder. Ich sag euch ehrlich, wie es ist, ne? Also ich sag euch ehrlich, wie es ist bei mir direkt, ne? Ich sag, der lügt. Ich weiß 100%. Nicht, der hat die Story erzählt, die ganze Zeit von links nach rechts. Das war schon ein bisschen merkwürdig, ja? Ich würde sagen, wir hören sowieso erstmal die anderen noch. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt Vanessa, das einzige Mädchen. Ich weiß nicht, bei der habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie es nicht ist. Also wenn ich jemanden umgebracht hätte, dann hätte ich mich auf jeden Fall nicht ins Video gewagt. Und zweite Sache, wenn ich mich ins Video gewagt hätte, dann auf jeden Fall mit so einem Komplettanzug. Also, ich bin Jacqueline, ich bin 24 Jahre alt. Und es war so an einem Samstagabend, dass ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe. Und dann war ich zu Hause, habe mir eine Flasche Whisky geholt und habe mich zu Hause halt erstmal abgeschossen. Und abgeschossen? Genau, ich habe die ganze Flasche Whisky dann alleine zu Hause getrunken. Und ja, dann bin ich in mein Auto gestiegen und wollte zu meinem Ex-Freund fahren, wollte die ganze Sache eigentlich nur klären. Und unglücklicherweise habe ich dann eine 87-jährige Oma mitgenommen. Ey, Digga, wenn das jetzt real ist, Digga, dann kann ich auf jeden Fall nicht, also dann kann man nicht sagen, hier Mitleid und so, dass sie irgendwie dafür eine Strafe bekommen hat, weil erstens ist sie mit Alkohol, mit einer kompletten Whiskyflasche Intus Auto gefahren, wollte zum Ex-Freund und hat dann eine Oma überfahren. Da frage ich mich auch, Omi, was machst du um die Uhrzeit auf der Straße, Digga? Alter, nein, das ist die nicht. Alpha, komm, das ist die nicht. Was sagen. Also meine Frage ist auf jeden Fall, woher weißt du, dass die Oma 87 Jahre alt war? Weil das in der Zeitung stand, der Bericht. Und was hast du für eine, hast du eine Strafe bekommen, irgendwas? Nee, ich saß 4 Jahre, 20 bin ich reingekommen und jetzt bin ich vor einem Monat rausgekommen. Ja, okay, dann lass mal weiterhin, oder? Digga, ich weiß nicht, Digga, ich glaube nicht, dass sie das ist. Ich bin der Tolga, ich bin 30 Jahre alt. Tolga, einer von uns. Ich habe meine Ex-Freundin beim Fremdgehen erwischt, mit einem guten Freund von mir. Ich bin dann in die Wohnung rein, habe die dann erwischt und bin auf den Jungen losgegangen. So circa 10 Minuten habe ich dann auf den eingeschlagen, auf sie auch. Irgendwann habe ich dann... Auf sie auch? Er hat quasi auf beide eingeschlagen. Die Mikrowelle genommen von ihr, habe das dreimal auf seinen Kopf gehauen. Dann habe ich Sirenen gehört. Ey, Jungs, ganz kurz Frage an euch, ne? Habt ihr auch jemals bei so Streitigkeiten jemand Mikrowelle auf den Kopf geworfen? Safe, ne? Ich bin abgehauen zu ihrer Mutter. Da hat mir gesagt, geh dich lieber ergeben, bevor das noch schlimmer wird. Das habe ich dann auch gemacht. Wer ist dann gestorben von den beiden? Der Typ? Der Typ, ja. Hast du eine Strafe dafür bekommen? Ja, klar. Also guck mal, grundsätzlich, ne, wenn ich jetzt beurteilen würde, sagen wir mal, ich habe eine Freundin, ich merke, okay, die Freundin geht mir fremd mit einem guten Kollegen. Digga, ich würde gar nicht erst auf die beiden einschlagen, Digga, weil ich mir denken würde, komm, bringt gar nichts im Endeffekt. Die haben mir beide bewiesen mit dieser Tat, dass es keine wahren Freunde sind oder keine wahre Freundin ist. Und dann lässt du die einfach los. Punkt aufs Ende. Hast du dir ein paar Jahre erspart, bisschen Geld gespart, seht es positiv. Ich war 7 Monate U-Haft, 6 Jahre, 5 Monate habe ich Haft bekommen. Insgesamt 7 Jahre habe ich abgesessen. Okay. Wie lange ist das her? Das ist 2008 gewesen. Was habe ich euch ganz am Anfang gesagt? Ich habe euch gesagt, Bruder, der ganz vorne links ist der gefährlichste. Ja, Bruder, glaub mir, stilles Wasser ist tief. Stilles Wasser ist tief. Ja, guck mal seine Mimik. Wie siehst du ja nicht? Ich sag dir direkt, guck mal, bei den ersten beiden habe ich auch nicht so Angst bekommen. Aber jetzt kurz, habe ich schon kurz Angst bekommen. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe kurz so. Ich weiß nicht, ja, wie lange wart ihr denn zusammen, du und deine Freundin? Spoiler, der links hinten ist es. Vogel. 100 Jahre. Und wie lange warst du mit dem Typen befreundet? Mit dem Typen war ich circa 2 Jahre, den habe ich durch sie kennengelernt. Aus Wuppertal kommen die auch. Also ich komme selber, ich wohne jetzt in Hannover, ich bin auch deswegen hier hingezogen. Ja, was wollt ihr noch wissen? Hannover ist auch so eine City, die müsste man auf jeden Fall mal abchecken, wenn man mal irgendwann in der Nähe ist. Wäre auf jeden Fall mal nice. Ich würde sagen, wir machen mal mit dem hinten rechts weiter. Aber gefährlich, voilà. Der war echt von allen jetzt der Spannendste, ne? Ja. Also ich sage euch jetzt schon, ne, die Dame mit du. Also guck mal, die Story von ihm würde ich auf jeden Fall mehr abkaufen als die anderen Storys, weil im Endeffekt die meisten handeln wirklich so aus dem Nichts. Die denken nicht viel nach, wenn die sehen, okay, Freundin geht fremd mit dem besten Freund oder einer der besten Freunde, dann handeln die einfach. Ob ich jetzt so handeln würde, wäre jetzt eine andere Sache, aber ich glaube, seine Story ist bis jetzt am glaubwürdigsten. Also Frauen, die Whisky trinken, die sind gefährlich. Das habe ich schon gemerkt. Also Frauen, die Whisky trinken, sind auf jeden Fall gefährlich. Es wäre möglich. Ich sag mal so, das wäre auch was,
wo keiner jemanden aktiv getötet hat. Weißt du, was ich meine? Die ist aus Versehen, ich war besoffen, ich bin gefahren, Ex-Freund, Drama, ja, dies, das. Deswegen, ich würde sie gar nicht so unterschätzen. Weißt du, was ich mich frage, was das Mädchen auf der Fahrt, bevor sie die Oma angeklatscht hat, was sie für ein Lied gehört hat? Ja. Vor allem, es sah kurz so aus, als hätte sie fast angefangen zu weinen. Freunde, sorry, dass ich an der Stelle... Kein Sorry, wir spuren weiter. Jetzt kommt der Steuerfahnder. Also. 100% der ist Ali, Hassan, Hakan oder Mahmoud. Ich bin Abdullah. Ja, Abdullah war doch alles das gleiche, Junge, wenn man es alle multipliziert. 21 Jahre alt und zwar, das fällt mir sowieso schwer, die Geschichte zu erzählen. Ich bin kein krimineller Typ oder so. Das ist vor 15 Jahren passiert. Ich und meine Cousine, ich war immer ein freches Kind. Es gibt immer diesen ein Kind, der immer alles übertreibt. Ich habe gern mit Feuerzeug und so gespielt, Streichhölzer. Ey, apropos Streichhölzer, ne? Wisst ihr, was bei mir passiert ist in der Türkei? Ich habe Streichhölzer geklärt vom Bakkal, bin dann mit meinem Cousin so durch die Straßen gegangen und dann war da so ein Fenster bei unserer Nachbarin offen. Und es war so ein kleiner Schlitz mit Gardinen und so. Und ich hatte nicht mal gehört in dem Alter so, ne? Habe ich Streichholz genommen, so gegen gehauen. Das Streichholz halt genau auf die Gardine geflogen, hängen geblieben, Gardine hat gebrannt und dann das ganze Zimmer hat angefangen zu brennen, Digga. Ich weiß nicht, warum ich lache, aber die haben mich verflucht. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich in der Türkei bin, die sprechen das immer wieder an. Danach hatte ich von meinem Opa im Schrank eine Streichholzpackung. Wir hatten einen Schrebergarten, haben wir eine Cousine geholt. Da haben wir drin gespielt und beim Spielen habe ich halt Gardine angefackelt. Und sie hatte Asthma mit dem Alter und danach ist sie umgekippt. Ich wollte nicht sofort, dass das meine Eltern wissen. Ich habe direkt Gardine versucht abzureißen. Ich bin abgehauen und wo die ersten Rauchwolken kamen, dann kamen sowieso die Nachbarn. Danach so halt ist sie 6 Monate später im Krankenhaus gestorben. Sie war 6 Monate im Koma. Ja, das ist meine Geschichte. Hast du dafür eine Strafe bekommen? Ich habe dafür keine Strafe bekommen. Ich war 2 Monate lang in der Psychiatrie. Die haben mich getestet auf mehrere Sachen. In der Psychiatrie? Genau, Kinderpsychiatrie. LWL-Klinik. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 21. Vor 15 Jahren? 15? Okay. Vor 15 Jahren, das sind 6 Jahre. Ja. 6 Jahre alt? Ja. Wie alt war ich denn, als ich das gemacht habe? Ich glaube, ich war so meine 9 oder 10 Jahre alt. 6 Jahre. Ich war 6 Jahre. Kann echt sein, ja, kann sein. Und du bist in die Psychiatrie gekommen? Ich bin in der Psychiatrie gekommen. Kinderklinik, LWL. Und was ist am Ende des Tages rausgekommen bei der Psychiatrie? Die haben halt mehrere Tests gemacht. Danach durfte ich nach Hause. Was haben die getestet? Die haben mich getestet, wie ich als Kind reagiere. Ob ich Probleme habe, ob ich eine psychische Krankheit habe, wenn ich jemanden töte. Probleme hättest du ganz easy lösen können. Als Elternteil einfach keinen Streichhölzer liegen lassen. Ob ich schadenfroh bin, sage ich mal. So, was waren das für Tests? Also wie sahen die aus? So jetzt im Detail. Die Tests zum Beispiel, das waren einfach so mündliche Tests. Das waren keine schriftlichen. Ich konnte nicht lesen, schreiben. Das waren mündliche Tests. Die haben mit mir Sachen gefragt. Also das sind sowieso Psychologen. Die sind alle sowieso ausgelernt. Hast du jetzt irgendwie, wie ist das jetzt mit dir und Streichhölzern? Hältst du Abstand von Streichhölzern? Oder benutzt du die da? Also, kann ja sein, man kann ja Trauma von sowas kriegen. Aber wenn ich so Feuer sehe, Silvester oder so. Was sagt ihr? Ja, ist auf jeden Fall spannend, Digga. Aber ich würde immer noch sagen, lass die letzten beiden an. Ja, safe. Aber das Ding ist, ich finde, er hat für jede Frage eine Antwort. Ja, das safe. Ist so. Lass es, aber das er ist gut vorbereitet. Gute Vorbereitung sein. Lass mal den nächsten an. Okay, dann soll mal der nächste von hinten. Nee, hinten rechts hatten wir schon. Also in der Mitte. Okay, dann nehmen wir dich mal jetzt. Guck ganz Zeit wie ein Psycho. Ich schwöre, ne? Ja, ganz. Mein Gott, die ganze Zeit. Er hat mich die ganze Zeit so angeguckt. Mein Gott, ich habe richtig Angst bekommen. Aber, Bruder, man merkt auf jeden Fall, der hat einen Haftschaden. Es gibt, mein Name ist Lukas. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Kiel. Und ich habe jemanden niedergestochen. Wieso? Ich und meine Jungs haben damals ein paar Dealer überfallen. Das ist die falsche Tür war. Diejenigen, die. Ey, ich schwöre, ich sag euch ehrlich, ich habe das Gefühl, entweder das ist. Er oder das ist er? Bei dem merkt man so, das ist nicht gespielt, sondern das ist wirklich dieses, der hat einfach Knacks. Also es kann zu 100% der auch sein. Ich weiß nicht, ich schwank zwischen dem, der komplett verkleidet ist, und dem. Wir überfallen haben, haben Schutzgeld an gewisse große Leute bezahlt. Daraufhin wurden wir verraten, zu einem gewissen Treffpunkt gelockt. Ich und mein bester Freund sind alleine hingefahren. So, daraufhin kamen 2 Autos. Der erste, der da ausgestiegen ist, auf mich zugerannt war, der, den wir damals überfallen haben. Ich habe direkt den gekriegt. Ich habe sogar noch hinten die Mack. Kannst du dich einmal umdrehen, Bruder? Oha. Tschüss. Okay, das ist schon mal, der ist auf jeden Fall schon mal. Also das ist schon glaubwürdig. Digga, der macht mir die ganze Zeit Angst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein bester Freund gekriegt hat. Ich lag noch so ungefähr 2-3 Minuten auf dem Boden. Diese Schreie, glaubt mir, das wollt ihr nicht hören. Ich bin aufgestanden, ich habe mich dazu entschieden, er oder die, und glaubt mir, die hätten den Tod getreten. Ich bin 2-mal zugestochen und das war nicht meine Absicht. Aber der ist auf dem Weg zum Krankenhaus, der verblutet. Und glaubt mir, wie soll ich das am besten noch sagen? Baller, der hat einen Knacks. Ist gerade ein bisschen,
wie soll ich das sagen, ist gerade ein bisschen... Alles gut, Bruder, alles gut. Alles gut. Alles gut. Auf jeden Fall, ja, Mann. Ich war genau 48 Stunden dafür in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, fahrlässige Tötung. Richter hat Mord, wahllos, dass ich ihn wahllos umbringen wollte. Bereust du das? Nein, Mann. Würdest du jemanden so... Wer ist noch... Es ging um meine Familie, mein bester Freund, glaub mir. Er oder die, okay? Digga, ich hab mich in dem Moment entschieden. Walla, ich glaube, das ist der. Wenn das der nicht ist, ich schwör's dir, dann soll er direkt irgendwie eine Schauspielschule besuchen. Der ist es 100%. Du würdest es in dieser Situation wieder machen? Sofort wieder. Er ist mein Bruder, Digga. Sofort. Ohne zu zögern. Oh, ey. Langsam wird's richtig schwierig. Also anfangs dachte ich so, okay. Aber bei ihm jetzt, der hat mich die ganze Zeit schon so anguckt, Digga. Er guckt mich gerade wieder so an. Ich krieg schon, mein Gott, ich... Boah, das war auch auf jeden Fall, ich sag euch ehrlich, das war bis jetzt für mich das Heißeste, ne? Für mich bis jetzt war das sehr heiß. Ich finde den Grünen noch sehr heiß. Okay. Warum redet Batman Jerry eigentlich nicht? Krass. Ich würde sagen, wir machen direkt beim nächsten weiter. Allein die ist mit Kopf bei Albumphase. Das Tattoo da, Bruder. Ich... Bruder, ist das aber echt, ist die Frage? Nein. Jetzt kommt er. Mein Name ist Mustafa, bin 22 und meine Story ist so, mein Onkel wollte damals heiraten im Dorf bei uns in der Heimat. Sind wir da hingeflogen, ganze Familie aus Deutschland und Schweden. Und dann kurz vor der Hochzeit wurde meine kleine Cousine entführt von irgendwelchen aus dem Dorf. Dann habe ich, meinen Cousin und mein Onkel, sind auf die Suche gegangen. Im Endeffekt hat dann mein Onkel herausgefunden, wer das war und wo die sind. Dann sind wir da hingegangen und im Dorf ist ein bisschen anders, nicht so wie in Deutschland. Da hatten die auch Waffen und so, ne? War reingegangen, der eine hat schon zur Waffe gegriffen. Ich habe auch einfach viermal geschossen, zwei davon sind gestorben und einer schwer verletzt. Die haben deine Cousine entführt? Ja, kurz vor der Hochzeit. Also die kommt auch aus Deutschland. Und alle darüber geflogen, nach Türkei, Mardin. Und dann ist halt so passiert. Boah, schwierig, ne? Zu sagen. Wie gesagt, also es kann auch wieder eine Story sein, die wirklich glaubwürdig ist. Es kann alles im Dorf passieren. Ihr wisst, wie das in der Türkei zum Beispiel ist. Da passiert alles. In Afghanistan sowieso, ne, Breezy? Ja, der Junge schläft, Digga. Der hat zu viele Minen getreten. Ja, aus Nähe Essen. Nähe Essen. Ja. Und deiner Cousine geht's gut, oder? Ja, ist gut. Wir haben die ja daraus gut. Sonst hätten die sonst was irgendwas gemacht. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wie hat dein Onkel herausgefunden, wo deine Cousine war? Das wär auch meine Frage gerade. Der lebt ja in Mardin, ja? Ja. Und die sprechen ja alle Türkisch oder halt Arabisch. Aha. Dann ist da so ein Treffpunkt bei uns, Srajdil, so ein Dorf. Dann haben die herausgefunden, von irgendeinem Besitzer da, den Kiosk, hat der irgendwie herausgefunden, wer das war. Ich weiß selber nicht, wie das... Warte kurz, hier schreibt jemand im Chat, ich soll einmal Brüder eine gute Nacht wünschen. Machen wir noch sehr gerne. Gute Nacht, ne? Mann, der kriegt sich mit. Bruder, kann fahren, was der kriegt sich mit. Egal, SK abstellen, das kriegt er nicht mit. wie er das herausgefunden hat, und im Endeffekt... Und habe ich jetzt, um wie viele Leute hast du erschossen? Da waren drei Leute. Ich war mit meinem Cousin, mein Onkel. Ja, und der eine hat schon Waffe gegriffen. Wollte erstmal gar nicht auf Stress hinaus. Da hat einer schon zur Waffe gegriffen, ist aufgestanden. Ich habe auch einfach viermal geschossen, drei getroffen und war jetzt zwei tot davon und einer. Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, wenn ich jemanden umbringen würde, ich würde nicht so easy drüber reden können. Deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es der. Also, wenn ich jetzt tippen würde. Eine Person ist der Mörder, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass es dieser blonde Typ ist. Der hat auch schon wirklich Knacks gehabt, der sah auch schon wirklich so aus, als hätte er einen Haftschaden. Deswegen, also ich glaube nicht, dass jemand, wenn eine Person umbringt, so easy redet. Was heißt bereuen? In dieser Situation nicht? Boah, ist war im Ausland, das heißt, er wird dafür nicht strafrechtlich belangt oder so. Ach so, stimmt. Hast du eine Strafe bekommen? Bruder, in der Türkei kriegst du keine Strafe, Bruder. Kriegst zwei Wochen Sperre Autofahren. Hat zwar nichts damit zu tun, aber du kriegst einfach eine Autosperre, mehr nicht. Die Leute waren auch von einer anderen Großfamilie, ja. Da kam Streitstichter und so ein Hodja halt, ne. Und ich durfte halt nicht dabei sein. Und dann Familie und so ist hingegangen, haben das dann mit denen geklärt. Und dann ist dann noch so eine Summe über den Tisch gelaufen. Okay, das ist auf jeden Fall, der ist heiß. Der ist sehr, sehr heiß. Alpha, was sagst du denn, Dicker? Du hast doch ein bisschen Erfahrung. Alpha, sag doch mal. Was hab ich mit Erfahrung? Also du hast Ahnung, sagen wir so, du hast Ahnung, Bruder. Du bist Professor, weißt du? Nur weil ich ganz nach dem Theater gehe, sondern weil ich mich im Mord auskenne, Bruder. Was soll denn? Was sagst du? Ich finde den gut, auf jeden Fall. Auch mit dieser ganzen Vermummung und so, ne? Das ist auch das Gute. Ja. Und das meine ich, das ist so sein Alibi. Mäßig, warum die Leute dann glauben, okay, der hat wirklich recht. Weil der ist wirklich komplett verkleidet und der will einfach nicht erkannt werden. Sagt, er hat noch keine Strafe dafür bekommen, deswegen kann. Aber das wundert mich gerade ein bisschen. Ja. Keine Strafe. Also vor allem so, aber guck mal, Deutsch und so, weißt du das? Ja, okay, aber Dorfgeschichten. Familie, die Stars, Geld ist geflossen, die Stars. Weißt du, was ich meine? Gibt's keine Polizei. Batz ist auf dem Tisch. Hey, links, rechts. Ich zahle gar nichts. Alles geklärt. Ja, aber wenn das ein Deutscher war. Zweite Kalb, Bruder. Also guck mal, ich sag dir von vornherein, nein, ne? Wallah, es wird echt schwer mit deinen 500 Euro. Ich sag's. Ich weiß nicht, ne? Ich muss sagen, so wenn ich mir die Jury angucke, Alpha hat sehr wenig geredet. Bad Moms Jay hat gar nicht geredet. Die war so am Texte schreiben gedanklich. Wenn jemand geredet hat, dann Nahim.
Ali und Michi. Ich glaube, du bist gleich 500 Euro leichter. An der Stelle, wir wählen einen raus. Also den ersten, den wir rauswählen, ich sag safe, vorne rechts schon mal raus. Ich sag auch safe. Was sagst du? Safe. Sind wir uns einig? Was sagst du? Vorne rechts raus. Aber was sagst du? Vorne rechts sofort raus. Ne? So. Wären die anderen jetzt nicht so gut gewesen, dann hätte man dich nicht rausgenommen. Aber im Vergleich zu den anderen, die sind mir viel... Ja, ich sag euch ehrlich, ich sag, der ist raus, Digga. Der ist raus. Tut uns leid, aber... Ist nicht schlimm, Digga. Ich will mal sagen, stell du mal der Dame ein paar Fragen. Ja, weil ich glaube, so Dame auf Dame, Digga, das bewirkt so ein bisschen Liebe, weißt du, was ich meine? Wie fühlst du dich nach dem Vorfall? Wie ich mich fühle? Cheryl sagt einfach, ich fühle mich hayat. Ja, nicht so gut, ne? Also, ich habe das bis heute nicht so gut verarbeitet, sag ich. Trinkst du immer noch? Also, fährst du immer noch, wenn du getrunken hast? Ich habe keinen Führerschein mehr. Ich krieg den auch nicht mehr wieder. Hast eine Sperre, ne? Für wie lange? Aber guck mal, das ist auch so eine Sache. Guck mal, Fehler sind da, um zu belehren. Und welcher Idiot fährt ein Auto mit einer Flasche Intus an Whisky? Für immer eine Sperre? Kann ich nicht mehr wiederbekommen. Du könntest dir theoretisch wieder einen Führerschein holen. Müsstest nur nach Polen gucken, wann die Grenzen wieder aufmachen. Da haben wir den Profi. Ciao. Mach's gut. Wie heißt du? Jackie? Jacqueline, ja. Jacqueline, mach's gut. Ja. Hau rein. Du hast hier jemanden Falschen getroffen. Ich arbeite im Straßenverkehrsamt. Raus! Raus, Habibi, raus! Schraub dich mal, Junge. Denn so sind deine Mods, die sind alle im Land der Träume. Arbeit in Behörden, es gibt niemals eine Sperre für immer. Das gibt's nicht. Okay, dann hat er sie gerade hops genommen. Boah, stark. Das war ein guter Joker. Sehr guter Joker. Also ich sag mal so, als du gerade kurz angefangen hast, fast zu heulen, dachte ich so, okay, Prona Jury. Deswegen, und wenn du das sagst, dann an der Stelle musst du leider raus. Bruder, das ist auch Mord gewesen, ne? Aber es gibt keine, auf jeden Fall keine Lebens... Aber es ist auch gut zu wissen, so, ne? Weil ich dachte mir, Tam, ich habe schon so viele Blitzer kassiert, ich habe die schon alle eingeheftet. Wenn ich da jetzt noch ein paar mehr bekomme, dass ich irgendwann einen Brief bekomme mit der Herr, vergessen Sie es mit dem Führerschein, Sie kriegen den nicht wieder oder so. Also entweder du hast eine NPU bekommen oder einen Idiotentest oder irgendwas hättest du bekommen müssen. Tut uns leid, an der Stelle musst du einmal bitte raus. Aber gut gespielt. Ja, gute Schauspielerin auf jeden Fall. Okay, der nächste, wo es mir... Aber ich sag euch echt, die Story war jetzt nicht so unglaubwürdig, ne? Es kann ja sein, dass vielleicht eine 87-Jährige ganz kurz joggen will und dementsprechend vielleicht über die Straße rennt und vielleicht nicht nach links und rechts guckt und dann auf einmal ein Ferrari kommt und sie weghaut. Hätte sein können, aber sie hat es auf jeden Fall nicht so gut verpackt, so. Bisschen unrealistisch noch erscheint. Zweite von links. Sag ich auch. Also ohne Maske. Ja. Kannst du einmal nach vorne treten, ganz kurz? Ich würde gerne wissen, wie hat diese Gardine gebrannt? Weil Streichholzgardine, ich glaube nicht, dass das so schnell brennt. Das Ding ist, ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, wie das bei mir war. Ich weiß, wie alt war ich da? 9, 10, 11 Jahre alt maximal. Und ich hatte diese Streichhölzer in der Hand und ich habe die ganze Zeit geschossen. Der Shader war in meinem Kopf. Der meinte, schieß weiter. Und irgendwann, ich merke nur, ich renne weg, dies, das. Ich sehe, die Gardinen fangen an zu brennen. Also es kann natürlich sein, aber ich kann mich nicht zu 100% erinnern, wie das genau war, so, ne? Direkt alles losgeht. Ich habe halt mehrere Sachen versucht anzubrennen, zum Beispiel, und danach habe ich das. Ich weiß nur, dass wir in der Türkei so Heuhaufen hatten und da habe ich quasi immer Streichhölzer reingeworfen und dann ist das Ding übertrieben schnell angegangen. Der Gardine gehalten sind diese ganz leichten Gardinen, dass nicht mal ein Raum dunkel macht. Das war's. Das verstehe ich dann auch nicht, Digga. Gardinen, die ganz dünn sind, die nicht mal einen Raum dunkel machen. Gardinen sind wofür da? Damit da Sonne nicht reinballert oder dass Leute nicht durchgucken können. Aber wenn die so dünn sind, dass die Gardinen den Raum nicht decken, dann kann man auch direkt reingucken. Also die Gardinen waren einfach nutzlos. Gut, dass die Dinger weg sind. Er ist raus. Wieso? Er hat vorhin gesagt, es war aus Versehen. Und was hat er jetzt gesagt? Jetzt hat er gesagt, er hat versucht Sachen anzubringen. Er ist raus. Okay. Sehr gut aufgepasst. War doch eine gute Idee, sie zu rufen, ne? Was hab ich dir gesagt? Nächster! Abdullah heißt du, ne? Ja. Wallah, sehr gut gelogen, Bruder. Sehr, sehr gut gelogen. Okay, er? Bruder, der kann eigentlich auch direkt raus, Digga. Tür ist hinten, geh raus. Weil dem glaube ich auch, ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, was er überhaupt gesagt hat. Also ich glaube, der Rechte und diese eine Blonde. Guck mal, der in der Mitte zum Beispiel, das mit seinem besten Freund, er ist ja daran gestorben. Er hat 10 Minuten auf die eingehauen, ne? Bruder, guck mal, wenn du auf jemanden einhaust, ne? Lass mal 5 Minuten auf jemanden einhauen. Weißt du, wie lange dir das vorkommt? Du merkst das gar nicht. 10 Minuten, Digga. Also zweifelst du den in der Mitte? Ja. Das Ding ist, jetzt gerade wird's richtig schwer. Sag, jetzt ist richtig, heiß. Jetzt habe ich langsam wirklich Angst um 500 Euro. Ja, jetzt ist auch heiß, ehrlich. Scheiße, Mann. Der rechts aber auch interessant. Also links und rechts sind für mich die beiden interessantesten. Der in der Mitte. Jetzt wird's aber echt immer ein bisschen schwieriger zu sagen, so, ne? Ach, der Blonde hat schon so ein bisschen
bisschen Anzeichen dafür gegeben, Digga, dass er einen Knacks hat und wirklich auch da wirklich ein Trauma für hat, dass sie das wirklich gezeichnet hat. Aber der andere ist so dieses, sein Alibi ist einfach so dieses, der zeigt sich nicht. Der hat keinen Bock, sich zu zeigen, damit er nicht noch mehr Probleme bekommt, wenn es zur Polizei geht. Das ist für mich sehr unwahrscheinlich, mit Mikrowelle auf Kopf gehauen. Aber jetzt stell dir mal vor, okay, er hat ihm... Aber 10 Minuten, wie kann man 10... Vor allem Mikrowelle auf Kopf gehauen, Bruder. Wer haut denn jemand eine Mikrowelle auf den Kopf? Und ich glaube nicht, dass die Mikrowelle einfach so auf dem Tisch liegt, sondern die ist auch angeschlossen. Das heißt, er muss ja erstmal den Stecker ziehen, Mikrowelle nehmen und auf den Kopf werfen. Hast du da nichts anderes gefunden, oder was? Nur auf jemanden einhauen. Und hör mal, er hat die im Zimmer getroffen, ist er jetzt extra in die Küche gegangen und Mikrowelle, Bruder, wer holt Mikrowelle, wenn ich hier... Weißt du, was ich meine? Mikrowelle, weißt du? Also wir sollten ja die Geschichte so kurz halten, so. 10 Minuten auf jemanden konstant einschlagen, 2 Minuten kommen dir vor wie 30 Minuten, hast du schon recht. Natürlich gab es da auch zwischen, ich wollte zum Beispiel, ich habe denen gesagt, das, was die hinter meinem Rücken gemacht haben, sollen die vor mir weitermachen. Ich wollte die auch dazu zwingen, dass die weiter miteinander vögeln, so. Geschlagen, aufgehört, geschlagen, die ganze Zeit ging das so, bis ich dann die Sirenen gehört habe. Dann bin ich zu der Mutter abgehauen. Du bist jetzt 30, ne? Ja. Und das war vor wie vielen Jahren? Das war, wo ich 18 war, Bruder, vor 12 Jahren ungefähr. Ja, das passt. Sehr gut getroffen, Digga. Woran ist er denn gestorben? Der ist 2 Tage später an Hirnblutung und innere Blutung ist der gestorben. Raus. Warum? Ich wollte einmal raus sagen, Bruder. Sorry. Also ich wollte der Erste sein. Okay, ich sag aber trotzdem raus. Du warst immer so, der immer als Erstes raus sagt. Also, Backofen war zu schwer. Ich würde sagen, nicht raus, Walla. Ich will's auch noch. Ich würde sagen, wir befragen erstmal den ganzen, ja, genau, rechts und dann entscheiden. Ja, genau. Tja, lasst euch das mal auf der Zunge zeigen. Er hat eine Mikrowelle genommen und auf den Kopf geworfen. Mikrowelle, Junge. Ich hab noch eine Frage. Das ist für mich ein Finale, Digga. Die Mikrowelle, die ist ja logischerweise in der Küche. War das dann, wie weit war das? Die Legenden besagen, die Mama von dem Typen benutzt die Mikrowelle immer noch. Sie hat ein Zimmerwohnung. Ein Zimmerwohnung. Sie hat ein Wohnen gehabt, sie war ja 16 zu dem Zeitpunkt. Du kamst rein, kleiner Flur, links war Badezimmer und dann bist du schon direkt im Wohnzimmer mit Küche gewesen. Warum haben die immer direkt Antworten? Warum zögern die nicht kurz? Das nervt mich gerade auch nochmal, dass wenigstens so ein der beschreibt das so als... Genau, locker, easy, so, das war genau so, ey, ich sag dir das ja. Er ist genau da links. Ey, das regt mich gerade auch nochmal auf. War das eine kleine Waffe oder war so eine Maschine? War eine Revolver. Wohin hast du geschossen? Bei einem habe ich in die Schulter getroffen, der hat überlebt, bei dem anderen im Hals und der andere in die Brust. Und ein Schuss ging daneben. Hast du davor schon mal mit einer Waffe geschossen? Ja. Also auch im Dorf, mit meinem Opa, weil die... Oder es ist gang und gäbe, im Dorf zu schießen. Ich habe tatsächlich noch nicht geschossen. Ich schieße immer auf Vögel und so, aber das war damals ein Gewehr. Und dann hat der mir Pistole in die Hand gedrückt, an dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Onkel reingefahren bin. Und dann habe ich halt einfach geschossen. Bevor dann noch mehr passiert, ich bin dann nach Izmir zu meinem anderen Onkel. Ja, und von da aus nach Antalya und dann Flughafen nach Deutschland. Jungs, der ist Finale. Nein, Bruder, chill mal. Ich würde auch ja sagen. Ja, bei den beiden ist echt schwierig, Digga. Bei dem Blonden und bei dem Typen ist es sehr schwierig. Mein Gott, mein Bauchgefühl sagt mir unnormal, dass der das ist. Boah, Digga, man muss da so krass drauf achten, Digga. Was sagt mein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt, ich hab keinen Appetit mehr auf Essen wegen dem scheiß McDonalds-Essen. Nochmal. Wo gingen die Kugeln hin? Schulter, Brust und Hals. Okay. Und eine ging daneben. Der bleibt safe. Die türkische Polizei hat die irgendwas mitbekommen? Nein, das war wie gesagt auch eine andere Großfamilie, ja. Dann wollten die erstmal mit Polizei klären, aber dann kam Streitstichter, kam 2 Stück, auch von einer Großfamilie. Ja. Name will ich nicht sagen. Und ihr seid zu dritt in dieses Gebäude gegangen? Und deine Cousine war die auch im Raum? Du hast nicht geschossen. Kannst du? Der hat nicht geschossen. Der hat nicht geschossen. In dem Moment, ich habe nur gesehen, dass er an die Waffe greift. Ich habe einfach geschossen. Ja, das war so, das war nicht gewollt, aber das war so vom Druck her. Ich musste irgendwas machen. Weil er mich erschießt, Lüge, Lüge. Okay, würdest du jetzt wieder einen umbringen? Ja. Also wenn es die Situation, kommt auf die Situation an. Ich würde jetzt nicht einfach jemanden umbringen, ohne Grund. Also wie gesagt, bei der bestimmten Situation würde ich das nochmal tun, weil ich war 2. Mal jetzt in dem Dorf, ja. Und ich wusste ja nicht, was sie da mit der anstellen oder sonstiges. Deswegen habe ich das einfach... Ich habe Angst, den Chat zu lesen, weil ich denke, die spoilern mich hier. Ich achte jetzt erstmal nicht auf den Chat. Boah, Ali, was sagst du, Affe? Willst du sagen? Ja. Willst du wirklich hören? Ja. Ich bin auch dafür, dass er bleibt. Wer konnte nicht auf alles antworten von den beiden? Stimmt. Ja, aber guck mal, der eine hat gesagt, ich habe 10 Minuten zugeschlagen. Er schlägt vielleicht... Der in der Mitte ist raus, Digga. Ich sag dir ehrlich, der in der Mitte, das ist unglaubwürdig. Drüber nach, Bruder. Aber 10 Minuten, Digga. 10 Minuten. Was fühlst du, wenn du an diese Situation denkst? Dass das einfach dumm war. Ich habe für ein Mädchen... Das ist einfach dumm war. Mikrowelle hat Geld gekostet. Mikrowelle ist kaputt jetzt. Die einfach so Haufen Dreck war. 7 Jahre meines Lebens einfach weggeschmissen. Ich hätte mich am besten umdrehen sollen und einfach gehen sollen. Mein Bauchgefühl sagt trotzdem nein. Ja, bei mir auch. Also einfach nur mein Bauchgefühl. Er macht das auf jeden Fall gut, wenn er... Weißt du, aber... Ich sag auch nein, Digga. Von dem bei... Also ich sag dir eine Sache nicht. Ich würde niemals den Rechten rausmachen. Ich auch nicht. In mein ganzen Leben. Da kann ich so 5 Euro gleich... In mein ganzen Leben niemals, ne? Den will ich drinnen lassen. Safe. Guck mal, das Ding ist, dieser eine Typ in der Mitte,
Die Story ist ja nicht unglaubwürdig, dass die Freundin fremd geht mit einem besten Freund oder mit einem guten Freund von ihm. Das passiert bestimmt voll oft. Aber in wie vielen Situationen nimmt jemand in so einer Adrenalinsituation die Mikrowelle, Junge? Du rennst doch nicht extra in die Küche, nimmst die Mikrowelle, Junge. Da gibt es. Ich sag euch ehrlich, wenn du krass unter Adrenalin steckst, nur noch schwarz siehst, dann nimmst du irgendwelche Sachen. Messer, Gabel, was weiß ich was. Aber Junge, wer kapselt eine Mikrowelle ab, Junge? Safe, Bruder. Walla, du musst aber nichts gegen dich, Bruder, ne? Aber glaub mir, das ist ein komplett gelogen. Aber sag mal ehrlich, was ist denn am realistischsten? Ich sag, der in der Mitte ist so links und rechts. Unrealistisch, nur wegen dieser Mikrofellensache. Für mich ist deswegen richtig unrealistisch. Step by step, Bruder. Das ist das erste Mal gerade, dass ich wirklich denke, okay, Geld habe ich verloren. Wir müssen einen auf jeden Fall jetzt rauswählen. Ja, das ist das Ding. Aber ich würde den rechts auf keinen Fall rauswählen. Mein Gefühl sagt mir, der in der Mitte ist mir ein bisschen zu... Ich sag auch Mitte. Ich sag auch Mitte raus. Okay. Ja. Schon mal Rechtsanwalt sagen, rechts raus. Ja. Sag jetzt schon Mitte raus. Mitte raus, wir wählen Mitte raus. Okay, es sind jetzt nur noch diese beiden Jungs. Einer von denen ist ein Mörder. Das ist schwierig, Digga. Oh. Ey, Walla, ich kann's gar nicht einschätzen, ne? Überhaupt nicht. Beide nicht. Ich hätte den da hinten genommen, bin dir ganz ehrlich. Also der linke hat jemanden abgestochen, der andere hat einen abgeschossen, ne? Das sind schon mal 12 verschiedene Dinge. Ah, 2 abgeschossen. Ja, Digga. Boah, allein, dass er dich da gerade korrigiert hat, ja, weißt du? Ja, das stimmt wirklich, ne? Ich habe 2 umgebracht, nicht einer. Das Ding ist, der linke ist mir ein bisschen zu... Ist einfach ein guter Schauspieler, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass er schon mal was erlebt hat, aber hat niemanden umgebracht. Dabei ist niemand gestorben. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sogar jemanden mal abgestochen hat, ja. Aber ist nichts passiert. Warte. Ich mach einen Test. Bitte die Corona-Maßnahmen einhalten. Okay, rechts. Safe. Sagst du safe rechts? Rechts. Der links hat mich auch vorhin angelächelt, Dicker. Der hat einfach gerade Augen gelesen. Also wenn ich mich von beiden entscheiden müsste, dann denke ich auch rechts. Aber ich hätte trotzdem den grünen genommen. Deine Nägel sind voll stabil, ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Dankeschön. Haben die sich umgesetzt, Digga? Ja. Walla, Arfa ist so ruhig, Arfa. Verstehe, Batman J war ganz kurz im Studio, paar Tracks auf dem mit zurückgesetzt. Arfa! Bruder, ich weiß nicht, Dick Stone, Bruder. Mein Gefühl sagt rechts. Mein Gefühl sagt auch rechts. Der hat auch gut erklärt. Okay. Brust, Schulter, Hals. Dein Onkel ist ja mit reingegangen, ne? Haben die auch geschossen? Nein, der war. Also du warst der Einzige, der geschossen hat? Ich war der Einzige, der geschossen hat. Mein Onkel hat die Rosine direkt... Ich f*** meinen Arsch, wenn er es ist. Auch kann ich sein. Ich f*** meinen Arsch, wenn er es ist. Bruder, er geht mit seinem Onkel da rein und er schießt. Er ist das erste Mal in seiner Situation. Er sieht das, er hat eine Waffe mit sich. Cousin, da geht bei ihm doch was anderes Cousin, aber sein Onkel, man verlässt sich auf seinen Onkel, Bruder. Sein älterer Onkel geht doch vor, Cousin. Ich weiß nicht, ich schmeiß diese 500 Euro gleich weg, Digga. Ey, das ist so schwierig, Walla, das ist so schwierig. Was ist das, Digga? Ich sag dir, guck mal, wenn du auf mich hörst, ne? Glaub mir, wenn ich dir das sage. Der rechts ist der Mörder. Warte, okay, scheiß auf mich. Hast du vorher gedacht, dass du bereit wärst, jemanden umzubringen? Nein, ich glaube, niemand denkt damit, Digga. Also niemand rechnet damit. Ich kann jetzt auch sagen, ich will nie in meinem Leben irgendjemanden umbringen. Am Ende schlitzt sich irgendjemand die Kehle auf, Töbe. Aber haltet euch auf jeden Fall von sowas fern. Ganz, ganz wichtig. Denkt schon, da war ich 19 Jahre alt. Wer denkt schon mit 19 Jahren, dass ich jemanden umbringe? Warum bist du live dann? Melissa, warum bist du drin? Gegenfrage. So, ich habe das nur aus Notwehr gemacht. Er hat eine Waffe gegriffen, dann denk ich mir lieber, bevor er mich fickt und mein Onkel. Ach, warte, der hat auch zur Waffe gegriffen. Ja, das ist doch die Geschichte. Er ist reingegangen und weil der andere zur Waffe gegriffen hat, hat er direkt geschossen. Okay, dann würde ich auch schießen. Vor, du, warte, jemand. Aber guck mal, jetzt müsst ihr euch fragen, wie hättet ihr da in der Situation reagiert? Ihr kommt rein, jemand zieht die Waffe, will direkt auf euch schießen. Die Person hat noch eure Cousine als Geisel und ihr seid mit eurem Onkel. 3 Menschenleben hängen davon ab. Was würdet ihr machen? Ich glaube, ich würde tatsächlich auch schießen. Zieht auf dich mit einer Waffe und du weißt, er ist von einer Großfamilie. Ich glaube, ich höre Breezy schnarchen, ja. Das ist wieder der AMG. Ein 63er ist. Junge, der ist so am Schnarchen, der Typ, ne? Erstmal Real Talk. Bei Gott, ich würde schießen. Wenn jemand auf dich zielt, entweder du oder der. Ich glaube in die Story 100%. Ne? Hallo? Ja, vielleicht bin ich ein Idiot, aber... Ich glaube, ein Fünfjähriger könnte dich verarschen. Ein Fünfjähriger könnte dich verarschen. Aber ich finde den Recht doch realistisch. Also, du sagst auch rechts, ne? Ja. Michi sagt auch rechts. Safe. Es könnte schon auch rechts sein. Was sagst du mal, ne? Es könnte schon auch rechts sein. Mhm. Ich sage jetzt auch rechts. Ey, ich habe eine Frage an Jamal. Darf ich dir auch was fragen? Frag mich, ja. Sind die Geschichten von euch? Der Darsteller sucht sich das selber aus. Okay, also du erzählst ihnen von nichts. Nein. Die kommen mit einer Story und du sagst ja, okay, passt. Bruder, rechts ist gelogen, Cousin.
Also erstmal die 500 Euro, Digga, die haben wir wahrscheinlich sowieso verloren, Digga. Ja, die können sowieso weg. An der Stelle können jetzt schon mal die Zuschauer reinschreiben, wen würdet ihr jetzt auswählen? Schreibt jetzt rein, ohne die Auflösung zu erfahren. Und an der Stelle könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, wenn ihr auch mal bei sowas mitmachen wollt. Beziehungsweise eigentlich meinem Cousin schreiben, aber mir auf Instagram folgen, weil alle Informationen, wann, wie, wo, erfahrt ihr bei mir in der Instagram-Story. Und überleg mal ganz kurz, Walla, geh mal richtig tief in dich, Bruder. Person 1, also links, und jetzt Person 2. Wer davon hat jemand gekillt? Einmal, was sagt dein Herz, Bruder? Direkt raus. Ich sag rechts. Trallas. Wir haben rechts eingeloggt. Ja. Okay, die sagen alle, dass rechts quasi der Mörder ist, ne? Das Ding ist, jetzt müssen... Ey, ich weiß es echt nicht, Digga. Walla, ich weiß es nicht. Schau mal, bevor es beginnt, ne? Ich schwöre erstmal einen riesen Applaus an euch, Walla, ihr habt das alle, ne? Walla, ihr seid alle die besten Lügner, die ich jemals gesehen habe. Okay, an der Stelle jetzt soll derjenige, der wirklich jemanden umgebracht hat, anfangen zu reden. Bruder Walla, jetzt ist es spannend. Wer ist Mörder, Bruder? Ich rufe schon mal die Beamten an. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße, das war er. Ach du Kacke. Aber Bruder, die freuen sich alle, dass er der Mörder ist. Weil ich hätte Angst. Also ich sag euch, wie es ist, ne? Der beste Show, also alle waren gut, aber Lukas hat ja wirklich, der hat einen rausgehauen. Ich dachte, der ist Psychopath, ne? Was bist du für ein Motherfucker, Mann? Ohne Spaß. Dankeschön, Bruder. Aber ey, ich sag euch ehrlich, so wie es ist, ne? Ich habe schon einige Menschen kennengelernt, also nicht, dass ich mit dir persönlich hänge, aber so wenn ich jetzt mal in anderen Städten unterwegs war, da habe ich auch einige Leute gesehen, so die auf Knack sind. Ich schwör's dir, als ich den gesehen habe, habe ich direkt an solche Leute gedacht, die irgendwie gesagt haben, ja, ich war jetzt 3-4 Jahre im Knast, dies, das. Und die haben auch so eine Ticks, die sehen aus wie Psychopathen. Deswegen habe ich direkt an ihn gedacht.